Wasser, die Gnome angegriffen haben. Sicherlich haben sie versucht, den Erzabbau zu unterbinden. Das Erz von dort ist nämlich sehr wichtig für den Kanzler. Er führt schließlich einen Krieg gegen das Nordreich. Ihr wisst schon, es hat sich vom Rest Nehrims abgespalten und für unabhängig erklärt. Der Kanzler duldet das natürlich nicht und drückt mit seinen Truppen zur Nordstadt Kabait vor. Ich hoffe sehr, dass sie mich nicht in die Armee einziehen werden. Es ist schrecklich, dieses Gekämpfe. Und als hätten wir nicht schon einen ausgewachsenen Krieg am Hals, machen diese Hexer auch noch Probleme. Ihr habt solche wie sie sicherlich nicht zum letzten Mal gesehen. Überall in Nehrim versuchen sie, die Infrastruktur des Reichs ins Wanken zu bringen. Sie gehören zum Volk der Eterna und kämpfen gegen irgendetwas. Aber fragt mich bitte nicht, was das ist. Von sowas verstehe ich nicht viel. Naja, jetzt sind wir fast da. Ich habe euch hoffentlich nicht gelangweilt mit meinem Gerede. So, da wären wir. Die Abtei... Ja, bitte? Was? Seid ihr gekommen, um euch vor... Aber gerne. Gut, ich... Ja, bitte, was...
Die fahrenden Händler... Hoffentlich endet der... Oh, dieses Nordreich. Da gibt man diesen behaarten Wilden ein paar Frei... Schwester, ein Glück. Kommt näher, es muss ja nicht jeder hören, nicht wahr? Ja, wunderbar. Genau das meinte ich doch, tatsächlich. Tja, ja, da lebt so eins hier gleich in der Nähe, unmittelbar hinter diesen Wänden. Stellt euch das nur vor. Und auf jeden Fall lässt mich dieses Gescharre nicht einschlafen. Stellt euch vor, das Wildschwein, versteht ihr? Das Wildschwein muss sterben. Und zwar heute. Wir beide werden es erlegen. Ja, ja, ich komme mit euch. Kommt ihr mit, das Wildschwein töten? Ich... Oh, ganz toll. Geht ruhig vor. Und ihr braucht keine... Ja, Schwester? Oh, ihr müsst zur Armee? Das betrübt mich. Ich verliere nur ungern einen so emsigen Schüler wie euch. Wenn ich euch aber noch eines raten darf,
geht nicht sofort nach Erotin zur Kaserne. Außerdem möchte ich euch dies hier mitgeben. Ich werde euch stets in meine Gebete einschließen und bitte, bitte kommt unversehrt aus der Armee zurück. Lebt wohl. Oh nein, nicht gut. So wie ich das sehe, hat Duras mal wieder ein neues Opfer für die Jagd auf seine Paranoia-Fantasien gefunden. Und also hört mal zu. Duras ist etwas anders als die anderen hier. Wenn ich euch also einen guten Rat geben darf, lasst die Sache auf sich beruhen. Etwas weiter stromaufwärts haben einige Goblins den Fluss angestaut. Der Damm jedenfalls muss dort weg. Ich kenne die Höhle. Wenn sie dort hocken, wo ich sie vermute, wird es ein leichtes Spiel sein, sie zu überraschen. Wenn ihr mir helft, dann kann ich euch einige Kniffe im Bogen schießen. Entscheidet euch! Aber ihr glaubt doch etwa nicht, was Erik sagt. Nein? Tut, was ihr denkt. Ihr werdet es schon wissen. Wisst ihr schon? Wirklich? Mit mir? Also, ihr meint das ernst? Dort ist es. Ich meine, das Wildschwein, das ist dort. Seht ihr? Dort hinten. Das ist kein Wildschwein, glaube ich. Ah, sie wollen mich fressen! So helft mir doch! Helft mir! Tja, also, ich hoffe nun ja, dass ihr keine Angst, ich fürchte bald, nun ja, es besteht natürlich die Möglichkeit, also, hier habt ihr eure versprochenen Tränke, ja. Ha!
Das hätte ich nicht erwartet. Schade. Aber ich werde schon ein... Ja, ja. War alles für die Katz gewesen, was? Nein, nein! Zwei Luchse waren es. Mehr nicht. Nur die zwei. Ich bin wohl doch paranoid.
Ha! 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 Ha!